Willkommen zurück zu einer weiteren magieverseuchten Folge Immortals. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt das Ganze hier ein wenig supporten. Einfach nur bewerten, kommentieren. Ganz easy. Ihr könnt das Spiel auch gewinnen. Und zwar bis Samstag noch. So lange habt ihr Zeit. Dafür einfach nur euren Discord-Namen in die Kommentare schreiben. So, es leuchtet hier der da. Was soll ich da machen? Muss ich da irgendwas hebeln? Wer bist du denn? Du bist ein Unsterblicher. Orphei de Seere. Kirken hat mir von dir erzählt. Und du bist Kirkens Findekind. Die Flamme von Shalett. Und beantwortest unsere Frage zu den Greueltaten von Rashan. Wie bitte, was? Verzeih uns. Unser Zeitgefühl ist wirr. Du wirst in Kürze unsere Frage beantworten. Und dann beim Palathon eintreffen. Wirres Zeitgefühl. Verstehe. Seltsam. Wir warten immer noch. Was? Oh, die drei Greueltaten Rashans. Sie haben die Magni Haus Kalumans verbrannt, den Geistwind vergiftet und die klälischen Gildenmeister versklavt. Akzeptabel. Und du bist Kirkens Findelkind, die Flamme von Shalett, und beantwortest unsere Frage zu den Gräueltaten von Rashan. Ich glaube, jetzt wird es wieder wirr. Kann ich gehen? Natürlich. Viel Glück. Okay, und was bringt das Ding hier, dieses Gebilde, das wir hier haben? Anscheinend gar nichts, hm? Okay, das kann ich zurück. Was kann ich hier machen? Das kann dann auch nicht zurück. Was soll ich hier machen? Okay, hier schon mal nichts. Die Hand hier wurde rausgehoben. Und hier drüben sind noch irgendwelche Hebel. Okay, okay. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Ein sehr, sehr kryptisches Rätsel, was wir hier haben. Vielleicht bringt es auch jetzt noch gar nichts. Ist halt immer die große Frage, kann man sie jetzt überhaupt lösen oder müssen wir dafür wieder irgendwelche Sachen machen? Sind irgendwelche Augen. Ah, keine Ahnung. Gehen wir weiter. Okay, da müssen wir drauf. Dann gehen wir erstmal hier oben hin und schauen mal, ob da noch ein bisschen Loot rumlungert. Lungerloot. Reißer Donnerkeil. Dankeschön. Aber ich will meine Zeremonie jetzt endlich. Ich will geweiht werden. Immerhin bin ich heilig, meine Freunde. Kapitel 5, die Unsterblichen. Eine Liste der Toten. So viele, dass niemand mehr alle Namen kennt. Gab es denn so viele Unsterbliche? Oh nein, die sind alle aus Avium, im ewigen Krieg gefallen. Das Palathon führt Buch darüber, bis ganz zum Anfang. Wir wissen immer noch nicht, wer das hier erbaut hat. Irgendwie morbide, so eine endlose Totenliste gleich am Eingang, wenn man darüber nachdenkt. Oh, hallo. Ich bin übrigens Devin, komm gerade von der Front. Jack, die letzten Wochen stationiert bei den Yilthi im Feldern. Ich bin eigentlich aus Saren. Ist das wahr? Ich bin noch niemandem aus Ostlusium begegnet. Bist du immer noch nicht. Ich sagte, ich bin aus Saren. Ah, verstehe. Etwas Lokalpatriotismus. Ich führe dich rum, Jack.
Es ist nicht alles so morbide hier. Ich muss wirklich weiter zur Auswahl. Und hab keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Folge mir, ich zeig's dir. Ich erinnere mich, dass Kirken ein paar Mal einen Jack aus Saren erwähnte. Meinte, aus dir wird mal ein großer Unsterblicher. Ha, das hat sie gesagt? Nein, ich wollte dich nur beruhigen. Wenn ich fragen darf, wie lange bist du schon ein Unsterblicher? Oh, lange. Nun, ein paar Jahre. Unsterblichen Jahre sind wie Hundejahre. Die ziehen sich. Also sind wir die Besten der Besten? Du klingst skeptisch. Liegt wohl an meiner fröhlichen Art. Aber die Roshanier haben überall meinen Steckbrief aufgehängt. Sie wollen meinen Kopf. Die hassen mich da drüben. Ich werde mir auch ein paar von diesen Steckbriefen verdienen, sobald ich weiß, was Steckbriefe sind. Bestimmt sogar. Vor allem, weil du Triarch bist. Davon haben wir nicht viele. Also eigentlich gar keinen. Was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Kein Plan. Ich tu's einfach. Verstehe. Du tust es einfach. Wer braucht da schon harte Arbeit und Disziplin? Ein Vorbild für die Jugend. Ist das hier Teil der Auswahl, dass du mir auf den Zahn fühlst? Ha! Nein. Die Auswahl ist viel schlimmer. Wir sind fast da. Hab noch einen für Gruppe 5. Nein. Wart's ab! Der hier wird ein Musterschüler. Jack hier war bei der Jagd auf den Yefium-Feldern der Joker. Kirkens Schoßhündchen? Ich stehe praktisch genau hier. Alles ist vorbereitet und ich werde nicht für einen weiteren Rekruten alles umschmeißen. Sonst ruiniert der Pfad wieder allen im Palathon eine Woche lang die Nächte. Bereit machen! Wenn die Tore sich öffnen, rein da. Einer nach dem anderen. Komm schon, Sandara. Der Pfad spürt seine Anwesenheit doch bereits. Okay. Warum redest du vom Pfad, als wäre er lebendig? Das kannst du vergessen, Devin. Auf der einen Seite, Albträume verursacht durch einen äußerst schlecht gelaunten magischen Pfad. Alles klar, ignoriert mich. Ist cool. Auf der anderen eine Strafpredigt von Kirken, weil du hier den Hardliner spielst. Für mich wär's klar. Du warst während meiner Rede vor der Auswahl nicht hier, Eingeweihter. Für dich die Kurzversion. Also, ist heute der große Tag? Schnauze. Willkommen auf dem Pfad. Geh nur durch dieses Tor, wenn du deine Magie für stark genug hältst, die Panthersaat herauszufordern. Du fürchtest kein Urteil, kein Tadel und akzeptierst, dass du die Verbindung zu den Kraftlinien verwirkst, wenn du versagst. Kurze Kurzversion, verbockt das da drin und du wirst... Meinst du richtig? Naja, du wirst vom Pfad absorbiert, Ende deiner Existenz, aber keine Sorge. Ich glaube an dich. Sie glaubt definitiv, dass du sterben wirst. Deswegen auch ihr Gesicht. Aber lass dich nicht verunsichern. Außerdem ist Optimismus oberste Bürgerpflicht. Ich bin Sandara vom Haus Cadis. Wächterin des Pfades. Eidhüterin nach dem alten Recht der Unsterblichen. War nett, dich kennenzulernen, Jack. Held der Ilthium-Felder. Wärst du klüger, hättest du diesen Tag anders genutzt. Ist sie nicht toll? Ist sie nicht toll? So, bin ich mal gespannt, was hier alles kommt. Alright, ich bin mal wieder in der Matrix. Okay. Let's go. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Mann, die Dinger bewegen sich aber ganz schön lang. Okay, bleibst du jetzt da oder bewegst du dich nochmal? Das kann man halt nicht sagen, ne? Ich verstehe, wie das läuft. Es ist quasi Jump'n'Run, mein Sohn. Wow, 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 wow. Nicht cool, Alter. Bin eigentlich eher so der Typ, der Gegnern auf die Schnauze gibt. Genau, diesen Typen. Peitsche. Komm mal her, du Bengel, du.
gewämst. Machen aber auch immer einen fiesen Schaden, die Boys, ne? No energy, my friends. Und wir sind gelevelt. Ich muss unbedingt mal irgendwann demnächst wieder ein bisschen rumleveln. Kinderspiel. Für einen Typen wie mich doch viel zu leicht. Mann, diese Nummer ist so mies. Man springt und plötzlich Abgrund. Oh, scheiße. Alright. So, super langsam. Captain super slow. Und ein bisschen Nougat. Also eigentlich ist der wahre Feind das hier. Genau das hier. Wunder, dass ich noch gelebt habe jetzt, ne? Böse Buben. Mann, bist du langsam. Wow. Trifft mich aber trotzdem irgendwie, ne? Peitsche! Ach, Schildjochler. Bam. Heilkristalle voll. Noch. Bam. Bam. Na komm, noch einen hinterher. Weil's so schön ist, Bruder. Wow. Alter, du bist richtig stabil, ha? Huh? Boah. Die sind immer übel hier, diese Mörser. Er lebt hier immer noch. Und immer noch. So, jetzt aber. Ich habe noch einen Heilkristall. Äußerst unangenehm. Wie lange wohl der Part hier geht. Was war denn das? Okay, irgendwelche hässlichen Fliegedinger, die auch noch ganz gut reinwämsen. Badabutz. Okidoki. War sie das, die letzte Prüfung? Ist das meine Belohnung? Schweben. Aha. Alright, let's go. Wow. Gewöhnungsbedürftig. Will ich das haben? Ah, und so komme ich dann bei diesen Plattformen rüber, die wir hatten, wo ich gesagt habe, das ist unmöglich, dass man diesen Sprung schafft. Jetzt haben wir die Antwort. Und alle so, nein, Kies, ich habe den geschafft. Nein. Hast du das Spiel überhaupt? Nö, ich hab das Spiel nicht, aber ich habe ihn trotzdem geschafft, den Sprung. Onkel Yusuf. Der onkelhafteste unter den Onkeln. Das ist jetzt gar nicht cool. Onkel Yusuf hat geschafft. Hab Beweis. Musst du mir nur 5000 Euro auf nigerianisches Konto überweisen. Dann du siehst Beweis. Yikes.
Oh, die Viecher wieder. Long time ago. Ist so krass, dass man... Wow! Die Dinger runterziehen kann. Alright. So, die schlimmsten sind schon mal erledigt. Okay. Ja, es ist echt Arbeit. Es fühlt sich an wie Arbeit, es ist Arbeit. Und es geht weiter. Absolut kein Ende in Sicht. Oh oh. Na, leicht den Nippel angesenkt. Aber nur ganz leicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder ran und das Ding wuppt mich höchstwahrscheinlich irgendwie nach oben. Boah, was für eine ekelhafte Schieflage. Oh oh. Jetzt. Ich glaube, da ist eben gerade wieder jemand krepiert. Autsch. Räudig. Wow. Wow. Ah, komm, ich gönn mir einen. Was? Caleb, das war sein Geburtstagsgeschenk für Luna. Kurz bevor alles. Das ist Saren. Jedenfalls Überreste davon. Schicke Schuhe, die will ich haben. Caleb? Bist du zum ersten Mal hier in Saren? Was? Ich komme von hier. Keine Bewegung! Die besten Krabben in der Ecke? Kilmore. Aber wir wissen beide, dass das keine echten Krabben sind. Wie weit ist es von hier zu Trotter? Ha. Über die Dächer? Er ist durch und durch Serena. Beruhigt euch. Wo sind deine Leute? Kein Plan. Braucht ihr noch jemanden? Das war der Tag, an dem ich Luna und den anderen begegnet bin. Das war's dann wohl mit Fairplay. Ugly Mother F. Ja. Baller die weg. Irgendwie der Schlag ist viel zu schwach. Da muss eigentlich viel mehr Bums dahinter sein. Ach, jetzt habe ich wieder so ein... Das ist so ätzend, dass es auf derselben Taste ist, ne? Gedrückt halten, um was zu aktivieren. Gedrückt halten, um das Zeug zu benutzen. Stecken die aber gut weg, du. Okay, ich glaube, den muss man mit Blau killen, ha? Huh? Yep. Blau steckt ja gar nicht gut weg. Hier entlang. Wir sind fast da. Wie viele Räume?
Keine Ahnung, das Ding ist scheiß groß, also wahrscheinlich viele. Aber wir sind nur zu fünf. Dann werden wir wohl alle ziemlich einsam sein. Na und, los jetzt! Sieh sie dir an. Das ganze Ding? Das Ganze. Wie sollen wir das ganze Ding verteidigen? Was? Wie, was? Wenn wir so ein Ding besetzen, müssen wir auch wissen, wie wir es halten können. Na, ich hab's gekauft. Wie konntest du das... Woher hast du... Ist doch keine Hexerei, Jack. Ich hab gespart. Ich wollte ein Haus und jetzt hab ich eins. Oder eher wir. Sie war so stolz, dass sie eine Heimat für uns gefunden hatte. Und das war auch das letzte Mal, dass ich eine hatte. Danke für die Erinnerung. Opfern ist das. Okay, ich bekomme Mana, indem ich Gegner besiege. Opfern. Drücke. Ah, okay, das ist mein Ulti. Soll ich das wirklich jetzt schon machen? Na gut. Wow. Okay, das brennt sich ja übelst durch. Was zum Geier war das denn? Sandrak. Und er ist ein Riese. Das ist nicht gerade subtil. Den ballern wir schon weg. Wie alles hier. Ach, komm schon. Au. Wow, wow, wow. Boah. Okay, wir müssen anscheinend schnell sein, denn die Sachen gehen hier kaputt. Ich weiß nicht, einfach durch. Wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Gib mir. Ich hab nämlich keinen Bock, jetzt hier drauf zu gehen. Right. Und Abflug. Wo war ich denn eben gerade zum Schluss? Wo sind alle? Habe ich heimgeschickt. Du hast als einziger bestanden. Wirklich? Komm, Eingeweihter. Zurück nach oben. Strahlender Heilkristall, maximale Gesundheit erhöht. Ich habe als einziger bestanden. Wirklich? Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Er hatte recht mit dir. Du hast mich überrascht. Anscheinend hat Devin mich wirklich überall angepriesen. Nicht Devin. Ich meine den Pfad. Er weiß, dass ich von den Beschenkten wenig erwarte. Ist da etwa gerade ein ungelenkes Kompliment im Anflug? Ist schon vorbei. Okay. Die Magni der Hohen Häuser halten mit ihren Vorurteilen nicht gerade hinterm Berg, was? Gegenüber deiner Art? Wir haben gute Gründe. Meine Art? Wow. Nur weil ich spontan vor Magnus-mäßiger Magie oder so fast geplatzt wäre, heißt das nicht, dass ich... Keine Sorge, Eingeweihter. Das wird mein Urteilsvermögen nicht trüben. Du bist anders. Inwiefern? Du gehörst zu uns. Sandraks Truppen im Westen wurden zu den Himmelsinseln zurückgedrängt. Bleiben nur seine Plünderer. Hey, Glückwunsch. Und was jetzt, fragt ihr euch? Umzingelt, aber vorerst nicht unter Druck. Schicken wir unsere Kräfte nordwärts, um die Blockade von Lavenry zu sprengen, oder verstärken wir die Südfront? Wollen wir unsere Kräfte schonen oder ihre Grenzen ausloten? Ich weiß es nicht. Welcher Zug ist der beste? Aber was ich weiß, ist, dass wir Verstärkung haben. Stimmt das? Sie meint dich, Dummerchen. Willkommen, Jack vom Haus der Beschenkten. Ernannter Unsterblicher. Vorderster Schützer Luciums. Meister Magnus des Eliteordens. Welche Worte möchtest du an unsere Untergebenen richten? Im Ernst jetzt? Sie erwarten eine Antwort.
brauche nicht nochmal 5 Jahre. Hey, Also, als ich noch klein war, hatte ich diese Freundin, die im ewigen Krieg kämpfen wollte. Kaum zu glauben, aber ich habe sie immer damit aufgezogen. Sie bekam nie ihre Chance dazu, denn Rashan griff an und sie nun, ich muss den Satz wohl nicht beenden. Jeder von euch hier kennt eine Geschichte, die anfängt oder endet mit Rashan griff an. Und jeder von euch hat diese Geschichten überlebt. Aber viele haben das nicht. Zu viele. Ihre Namen füllen die Wände hier. Keine weiteren Namen. Keine weiteren Namen. Möge ganz Lucium den euren ehren bis zum Ende aller Tage. Was? Wohl bekomm's. Und was jetzt? Das ist deine Party, Jack. Na los, alle sind für dich hier. Genießen. Genieße es. Was ist mit dem gestohlenen Artefakt? Es glich einem großen, leuchtenden Kristall voller Muster. Wir durchwühlen die Archive. Noch nichts. Los, hab Spaß. Lern ein paar deiner neuen Kollegen kennen. Aber wenn dir das gerade zu viel Gesellschaft ist, kannst du natürlich auch ins Nachtquartier gehen. Sandara, zum Beispiel. Genau. Ich fand's echt mies, erst die Auswahl zu bestehen und dann zu hören, dass meine Art unwürdig sei. Gefährlich? Anomalien, Fehler, Beleidigung der Pentasat? Du hast in den letzten 5 Jahren sicher viel gehört. Ich hatte einfach gehofft, ich weiß nicht, dass die Unsterblichen etwas aufgeklärter wären. Es gibt keine Ausrede, keine Entschuldigung. Das ist die hässliche Seite der Magni-Dynastien und ihrer Herrschaft in Avium. Du weißt ja schon, die Lichtlosen sind schlechter dran. Devin scheint nett zu sein. Für einen Elite-Magnus. Und er hat dich ins Herz geschlossen. Das ist gut. Devin hat sich im Palathon nie sehr wohl gefühlt. Wirklich? Man mag, dass er die Front vermisst. Er mag den Einsatz. Als Soldat. So hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Devin ist unser bester Kämpfer. Deshalb brauchen wir ihn hier. Und kriegen wir geheime Grußzeichen? Diverse. Aber im Ernst, gibt es ein neues Handbuch oder so, aus dem ich erfahre, was jetzt meine Pflichten sind? Das kommt später. Ganz ehrlich, die traditionelle Ausbildung und Aufnahme in den Orden sind formloser, viel agiler, als sie es früher waren. Nicht ideal, aber die Lage im ewigen Krieg verlangt, dass du das meiste direkt im Einsatz lernst. Und erfahre ich endlich, was es mit dem Namen auf sich hat? Die Unsterblichen? Den haben wir von einem alten Orden der Pentadi geborgt, der hier praktizierte. Die Un Avlashut, die Ausdauernden. Sie hatten gelernt, die Zeit so zu dehnen, dass der Tod für sie praktisch bedeutungslos wurde. Klingt wie ausgedacht. Ist es wohl auch. Auf jeden Fall verschwanden die Pentadi. Aber die Legende, sie hätten den Tod besiegt, blieb. Die Gründer unseres Ordens sahen nur Vorteile in der Assoziation mit solcherlei Macht und Ansehen. Also reines Marketing. Ziemlich. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Ich muss sagen, das Spiel hier die NPCs, NPC-haftesten NPCs überhaupt. Ich habe noch nie so NPC-hafte NPCs in irgendeinem Spiel gesehen. So, wir sollen es genießen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten genussreichen Folge. Bewerten, kommentieren, ins Gewinnspiel denken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!